Hier werden alle Brad Pitt und Elevator Boys Fans schwach. Bene Schulz, Tim Schäcker 23 und Co. lassen regelmäßig die Herzen der TikTok-User höher schlagen, vor allem mit ihren nachgestellten romantischen Alltagssituationen, aber auch mit ihren berühmten Fahrstuhlvideos werden die fünf Jungs aktuell immer beliebter. Ihre neueste Aufnahme ist ein echter Hingucker, niemand Geringeres als Brad Pitt fuhr mit den Elevator Boys Fahrstuhl. Auf ihrem Instagram-Account posteten die Elevator Boys den heißen Schnappschuss mit dem 58-Jährigen, auf dem Bild posen die fünf TikToker mit Hollywood-Star Brett. Aber nicht nur den Mr. Emers. Smith-Darsteller durften die Boys treffen, gemeinsam mit Brett strahlten die Elevator Boys später mit Joey King 22, Aaron Taylor Johnson 32 und Brian Tyree Henry 40 um die Wette. Unter der Bilderreihe schrieben die Jungs, neuer Elevator Boy freigeschaltet. Zurzeit touren die Schauspielstars durch Europa, um ihren neuen Film Bullet Train zu promoten, zur Premiere waren offenbar auch die Internet-Hotties eingeladen. Nicht nur die Elevator Boys kommen aus dem Schwärmen nicht mehr raus, auch ihre Fans sind begeistert von den Schnappschüssen. Endlich ein Elevator Daddy, ich weiß gerade nicht, ob ich eifersüchtig auf die Elevator Boys bin, weil sie Brad Pitt getroffen haben. Oder eifersüchtig auf Brad Pitt, weil er die Jungs getroffen hat. Oder, freue mich so krass für euch, hieß es unter anderem unter dem Post.